Hallo Nachbarn, ich begrüße Sie in der Altstadt von Spandau. Wir stehen hier vorm Gotischen Haus, dem ältesten Bürgerhaus Berlins und auch der Umgebung drumherum. Und ich lade Sie ein zu einem Spaziergang durch das Haus. Das gotische Haus ist im 15. Jahrhundert errichtet worden. Es ist das älteste Bürgerhaus in Berlin und auch darüber hinaus. Sie sehen hier Teile aus dem 16. Jahrhundert. Davor, der steinsichtige Teil, stammt aus dem 15. Jahrhundert, also aus der Beginnphase. Wir stehen hier in dem ältesten Raum oder in einem der ältesten Räume dieses gotischen Hauses, das um 1500 in der Weise ausgestaltet wurde, wie Sie es hier noch sehen, mit einer mittelalterlichen Bemalung, zwar sehr dezent, wie Sie es dort bei der Rosette sehen, und mit einem sehr schönen Kreuzgittergewölbe, das in der letzten Zeit restauriert wurde, also Ende der 80er Jahre, bis zur Fertigstellung 1993. In einem hinteren Teil sehen Sie noch einen Teil einer ganz anderen Bemalung, die stammt nämlich aus dem 19. Jahrhundert. Hier in diesem Haus, das sehr unterschiedlich genutzt wurde, hat auch einmal eine Gaststätte ihr Domizil gehabt, und in dem Gastraum war also das Gewölbe so schön und prächtig ausgemalt. Und die Restauratoren waren der Meinung, dass man wenigstens noch Teile, Fragmente dieser alten Bemalung hier erkennen soll, um auch die Geschichte des Gebäudes und seiner Nutzung zu dokumentieren. Im Obergeschoss des gotischen Hauses befindet sich eine Dépendance unseres stadtgeschichtlichen Museums auf der Zitadelle, die sich mit dem Thema Bauen und Wohnen in der Spandauer Altstadt beschäftigt, vom Mittelalter bis zur Altstadtsanierung. Und hier in diesem ersten Raum beschäftigen wir uns mit der Geschichte des Hauses, das aufgrund seiner Baugeschichte von besonderer Bedeutung für Spandau ist. Das Besondere an dieser Ausstellung ist es, dass wir nicht nur Ausstellungsobjekte, Museumsgut im herkömmlichen Sinne zeigen, sondern das Haus selbst ist Ausstellungsstück. Das werden Sie sehen, wenn Sie die Ausstellung besuchen. Die Wände sind besonders erklärt, die verschiedenen Bauphasen lassen sich daran ablesen. Hier haben Sie ein Modell des Hauses, das sich in der Breitenstraße 32 befindet. Das zeigt schon anhand der Restaurierung die verschiedenen Bauphasen.
Der mittlere Teil, der steinsichtig gehalten ist, zeigt das älteste Stück des Hauses. Ein Erdgeschoss mit zwei Räumen, ein Obergeschoss mit zwei Räumen. Links daneben befindet sich ein Anbau, der aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts stammt. Und rechts eine Durchfahrt mit darüber gelegenem Speicher, auch aus dem 16. Jahrhundert. Können jetzt dieses Modell aufklappen und auch das Innenleben ist nach bestimmten Bauphasen untergliedert. Hier also wieder der mittelalterliche Kernbau mit dem Gewölbe, das dort angedeutet ist. Und alles, was Sie grün sehen, sind Zutaten unserer Zeit, die ja auch dazu gehören, damit so ein Haus funktioniert. Der Kellerbereich, der auch frei zugänglich ist, trägt nicht mehr das ursprüngliche Tonnengewölbe, aber die Konsolen dazu sind auch noch zu erkennen. Wir befinden uns hier im Obergeschoss, direkt über der Durchfahrt des Hauses und die Bauhistoriker sind der Ansicht, dass es sich hierbei um einen ehemaligen Speicher gehandelt hat. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Sie haben in den Mauerfugen Getreidereste gefunden und haben dann also die These aufgestellt, dass es sich hierbei um einen Getreidespeicher gehandelt haben mag. Über den Besitzer des Hauses wissen wir leider überhaupt nichts. Aus den Unterlagen, aus den Quellen ist nichts ersichtlich und alles, was dazu gesagt werden kann, muss rückgeschlossen werden, muss aus dem Befund des Hauses gewonnen werden. So auch in diesem Fall. Man ist zu dem Schluss gekommen, dass die Besitzer Kaufleute waren, wahrscheinlich mit Getreide gehandelt haben und Patrizier waren. Sie müssen sehr wohlhabend gewesen sein, denn ein Steinhaus konnte sich in jener Zeit kaum einer leisten. Ende des 15. Jahrhunderts gab es in Spandau nachweislich 4 Steinhäuser. Das heißt also, es war eine der ersten Familien der Stadt, die hier residierte. Das Grundstück war auch ursprünglich viel größer, als wir es hier sehen können. Es reichte von der Breitenstraße bis hinunter zur Havel, hatte also direkten Wasseranschluss, was ja für Handelsverbindungen unerlässlich ist. Archäologen haben bei ihren zahlreichen Ausgrabungen in der Spandauer Altstadt auch viel Material zutage gefördert, das sich mit dem Bauen in der mittelalterlichen Stadt beschäftigt. Die typischen Klostersteine im großen Format, Formsteine, Bodenplatten, Dachziegel und sogar das Sitzbrett einer Latrine haben sie hier gefunden. In unserer Ausstellung wird allerdings nicht nur über das Bauen geredet und schöne Dinge werden darüber gezeigt, sondern es geht auch um das Leben in der mittelalterlichen Stadt. Einzelne Gegenstände, vor allen Dingen die bei archäologischen Ausgrabungen gefunden worden sind, haben wir hier versammelt. Aber es gibt auch etwas anderes, wie diese Stollentruhe aus dem 14. Jahrhundert. Man muss sich vorstellen, im Mittelalter gab es ja kaum Schränke. Das war erst eine spätere Entwicklung. Und alles, was man an wertvollen und nützlichen Dingen im Haushalt hatte, wurde in solche Truhen gestopft. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere so etwas gerne bei sich zu Hause mal benutzen würde. So praktisch wie ein Schrank ist es ganz gewiss nicht. Aber auch andere Gegenstände haben wir hier versammelt. Zum Beispiel gibt es dort einen Rest eines
Fasses, eines Heringsfasses, ein wichtiges Lebensmittel im Mittelalter. Es gibt auch Reste eines Bierfasses. Damit hat es etwas ganz Besonderes auf sich. In der mittelalterlichen Stadt konnten nicht alle ihr eigenes Bier brauen, obwohl sie es sicher gerne getan hätten, denn Bier war ein Grundnahrungsmittel, wurde nicht nur als Getränk benutzt, sondern auch als in Form von Suppen und also wurde richtig mit gekocht. Und nur wenige Häuser hatten eine Braugerechtigkeit und mussten gegen Abgabe dann auch ans Umland verkaufen, das Bier. Und dieses Haus, das weiß man ganz sicher, hatte so eine Braugerechtigkeit. Andere Gegenstände wie Graben aus Ton, Gefäße aus Holz, Sensen und alles Mögliche, was den Alltag ausmacht, haben wir hier in den Vitrinen. Seit dem Dreißigjährigen Krieg war Spandau Festungsstadt. Das hatte nun weitreichende Konsequenzen für die Bürger der Stadt. Zum einen unterlagen sie nun bestimmten Beschränkungen. Das machte sich daran bemerkbar, dass man nicht mehr bauen konnte, wie es einem in den Sinn kam, sondern es gab im Vorfeld der Festung bestimmte Zonen, sogenannte Rayons, innerhalb derer auch nur in bestimmter Weise gebaut werden durfte. Also im ersten Rayon nur Holzhäuser, die sofort wieder abgerissen werden konnten, im zweiten Rayon Fachwerkhäuser. Das war eine Maßnahme, um zu verhindern, dass im Kriegsfalle Feinde sich in den Häusern der Stadt verschanzen konnten. Weitreichende Folgen hatte dies auch insofern, als es die Entwicklung einer zivilen Industrie in Spandau sehr behinderte. Denn da waren dann doch schwerere Fabrikanlagen zu bauen und das konnte erst nach der Entfestigung der Stadt in vollem Maße greifen. Was hier in Spandau an Industrie vorhanden war, war insofern vor allen Dingen die Militärindustrie. Aber auch weitere Folgen hatte die militärische Ausrichtung der Stadt für ihre Bürger. Es gab nämlich erst seit Mitte des vorigen Jahrhunderts Kasernen und die Soldaten, die hier stationiert waren, mussten in den Privathäusern der Bürger untergebracht werden. Das war mit vielen Problemen verbunden. Besonders schwierig war es dann, wenn die Soldaten, wie im Falle der napoleonischen Kriege, gar nicht Deutsche waren, sondern wie in diesem Fall Franzosen. Wir haben ein ganz besonders interessantes Zeugnis aus diesen Tagen, und zwar ist es das Tagebuch eines Spandauer Zuchthauspredigers, der sehr oft Quartierstücke bzw. aus dem Umland, die etwas über die Wohnkultur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aussagen. Das sind sehr unterschiedliche Dinge. Wir haben ein Holztafelklavier, ein ganz besonders schönes Ausstellungsstück. Wir haben es auch für viel Geld stimmen lassen, aber das hat uns der Stimmer auch gleich gesagt, es hat einen Holzrahmen und es verzieht sich immer wieder, aber es ist doch zumindest sehr ansehnlich. Wir haben einen Schrank, der sieht, als wenn man ihn zunächst betrachtet, aus wie ein Sekretär und in Wirklichkeit ist es aber ein Kleiderschrank, darum hat er auch den schönen Namen Blender. Und wir haben ein Prunkstück, das ist unser Sofa aus der Biedermeierzeit, das stammt hier aus dem Umland und zeigt doch, wie im Biedermeier handwerklich gekonnt und dabei doch auch ästhetisch sehr ansprechend die Möbel produziert wurden. In einer Vitrine sind dann Hausratsgegenstände aus dieser Zeit, die alle aus unserem Museumsbestand stammen. Diese Kleinbürgerküche aus der Jahrhundertwende war bis vor kurzem auch noch in Betrieb, sicher ergänzt durch moderne Geräte, die in einer heutigen Küche ja notwendig sind. Aber wir haben uns sehr gefreut, dass unser Museum diese Küche noch so komplett bekommen hat.
Und seit 1993 ist diese Ausstellung eröffnet und ganz besonders glücklich sind wir darüber, dass die Besucher angeregt durch diese kleine Inszenierung uns dann auch neue Gegenstände bringen, die wir dann auch sofort mit hineinnehmen, auch wenn es langsam etwas voll wird in unserer Küche. Der Ofen war seit dem Mittelalter das behagliche Zentrum jedes Hauses, jeder Wohnung. Und deshalb haben wir dieses Thema auch herausgegriffen und ihm einen besonderen Raum unserer Ausstellung gewidmet. Ich stehe hier neben einem Barockofen, einem besonders wertvollen Stück. Und Sie sehen keine Klappe und nichts, mit der dieser Ofen beheizt werden konnte. Es handelt sich nämlich um einen Hinterlader. Das heißt, es wurde entweder von der Küche oder vom Flur aus beheizt. Sicher ein Ofen in einer etwas feineren Wohnung und die Dienstboten haben dann für Wärme gesorgt. Im Erdgeschoss des gotischen Hauses befindet sich die Spandau-Information. Hier können Sie alles Wissenswerte über Spandau erfahren. Sie können Karten für Veranstaltungen bekommen und auch viel Historisches zum Stöbern ist da. Es gibt also viele Literatur über Spandau. Es gibt auch Karten, wie Sie hier sehen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns einen Besuch abstatten würden. Das Gotische Haus ist geöffnet montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr und der Eintritt ist frei.